Hallo ihr Lieben, weiter geht's mit einer neuen Episode I am Fish. Beim letzten Mal ging's los mit Grinchy, dem Piranha. Level 1 habe ich tatsächlich geschafft, ne? Nachdem das ja so ein echter Akt war, von der Badewanne ins Waschbecken zu springen. Aber hey, es hat irgendwann geklappt. Immerhin. Heute wartet Level 2 ein gefährlicher Übergang. Es soll am Fuße der großen Rebe sein, der längste Flug, Leben auf Pump, Schlaglochglück und kein Brot an der Tankstelle. Das sind, ja, die 5 Brote. Gucken, wie viele ich wirklich finde. Ich würde sagen, wir legen dann auch gleich mal los. Puh, da bin ich. Es ist ganz schön dunkel. Aber das ist der Fluss, in dem ich ja auch gelandet bin, nachdem ich der Möwe ins Bein gebissen habe. So, ich schaue mich mal um. Natürlich die Frage, welche Richtung. Das ging jetzt nämlich auch in die andere Richtung. Na, ich schwimme jetzt mal hier lang. Ist aber schon schick, ne? Hier mal so ein Level im Dunkeln. Juhu! Ich hoffe, ich bin richtig unterwegs. Also da ist nur ein Weg. Ich kann ja nicht an Land laufen. Oder ist da vorne was? Was ist denn das da? Leuchtet da so? Ach, okay, nee. Das war wieder eine Reflexion von irgendwas. Oh, ist das eine Flasche? Wartet mal. Da? Ich muss da mal kurz an Land. Oh nee, das schaffe ich gar nicht. Das schaffe ich nicht. Höchstens springen. Ich weiß nicht, ob sich da irgendwie eine Glasflasche versteckt. Oh, das war eh schon wieder nicht weit genug. Aber da komme ich nicht hoch, ne? Das sieht auch irgendwie ein bisschen schwierig aus. Mal ein bisschen Anlauf, aber wahrscheinlich ist das nicht richtig. Das müsste viel offensichtlicher sein. Nee. Okay, das ist eine normale Plastikflasche. Da komme ich nicht rein. Das hat bis jetzt noch nie geklappt. Ja, dann ist das nicht der richtige Weg. Ist ein bisschen gruselig mit den Geräuschen im Hintergrund, wa? Na dann, weiter geht's. Gefällt mir hier. Echt hübsch. Also ein bisschen hier unten umschauen. Nicht, dass mir noch ein Brot durch die Lappen geht. So, bin ich jetzt ungefähr dort, wo es vorhin losging? Ich weiß es gerade gar nicht. Hab nicht so richtig aufgepasst. Aber dann geht's jetzt mal da lang. Das sieht aber irgendwie auch wie eine Sackgasse aus, nicht wahr? Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, ne? Hier geht's nicht weiter. Sag euch, die Level werden immer schwerer. Irgendwo muss doch hier was sein. Oder ist es im Endeffekt dann doch dieses Gefäß, was ich gesehen habe? Aber das sah aus wie eine normale Plastikflasche. Das macht es nicht einfacher. Nur schauen, dass ich hier nichts übersehe. Wobei das mit den Laternen da vorne bestimmt, also ja, absichtlich so ist, dass man sich da hinbewegen möchte, oder? Und die sorgen ja auch dafür, dass man überhaupt nur dieses Gefäß im Gebüsch entdeckt. Boah, ist das dann doch da der Weg? Um Gottes Willen. Na, das kann ja wieder heiter werden. Denn da muss ich richtig springen. Und damit hatte ich es ja schon beim letzten Mal nicht so. Aber guck mal, man sieht selbst ab hier, dass da vorne was leuchtet. Oder da ist noch was. Ne, guck mal, man sieht das wirklich, ne?
Man sieht das. Oh nee. Mal kurz hier bei der Steinformation noch reinschauen. Hier noch was? Warte mal. Hier, ich kann da was machen. Mal ein bisschen auseinandernehmen. Vielleicht geht's da einfach lang. Ah, da geht's bestimmt runter. Das sieht aus, als ob das ein Sog ist. Och, dann ist es hoffentlich doch nicht so ein... ja, Springabenteuer. Okay, da müsste ich jetzt ja reinkommen. Ach, sehr schön. Ich habe wirklich schon meine Bedenken gehabt gerade. Hui! Ja, die beste Laune, der kleine Piranha. Tada! Oh! Oh, wo bin ich denn hier? Oh, vor einem Checkpoint. Das ist immer gut. Checkpoints sind super. Mal hier unten durch. Oh, da ist aber jetzt ein bisschen was los. Da vorne ist ein Brot auf Mast. Oh Gott. Also, ob das so einfach zu erreichen ist. Ah, ich habe extra gegen diese Liane gebissen und es ging nicht. Da muss man lang schwingen. Auf jeden Fall. Ich hätte mich da festhalten können. Ich hab's verpeilt. Aber hier, das müsste klappen, oder? Na? So. Schwingen. Oh Mann. Und vor allen Dingen alles dann noch in der richtigen Zeit, ne? Ja, ja, los ins Wasser. Na, das kann ja was werden. Oh. Da vorne ist auf jeden Fall die nächste Liane. Das war doch mal hier, ne? Aus einem Guss. Oh Gott. Ach, hier. Aber ist auch wieder alles so ein bisschen rot gekennzeichnet, wo man was machen kann. Nehmen wir mal hier den Baumstamm auseinander. Dieses Reinbeißen, das Geräusch, das ist so witzig. Ah, wie so ein kleiner wilder Hund. Brauche ich gar nicht. Brauche ich gar nicht. Hat gepasst. Sehr schön. Oh. Möwe. Die will mich bestimmt wieder mitnehmen, wenn ich sie ins Bein beiße. Mal gucken, wie weit. Oh, ich will nur hier hin. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Knappe Kiste. Ich weiß nicht, ob es noch viel weiter gewesen wäre. Ich hoffe, ich bin jetzt aber richtig. Oh Mann. Irgendwie muss ich darüber. Oh, komm. Ich weiß nicht, was ich jetzt verpasst habe, ne? Man hätte bestimmt auch von Anfang an loslassen können. Man hätte bestimmt noch ein bisschen weiter mitfliegen können. Oh Gott, nein! Ah! Ich hätte mich lieber an die Liane gehängt. Oh. Boah. Aua! So, hier. Ich hoffe, es ist okay. Kann ich den Fluss aufwärts schwimmen? Hm. Eventuell hier. Ich will ja nur schauen, ob da noch irgendwas ist. Gab jetzt auch schon lange keinen Checkpoint mehr. Wahrscheinlich bin ich überall dran vorbei. Ach, da ist auch wieder eine Liane. Da muss ich ran. Juhu. Und schwingen. Oh, das ist jetzt aber nicht das Anfangsgebiet, oder? Wo ich eh schon war. Nee, da gab es den Stein nicht.
Na? Da ist ein Checkpoint. Unglaublich. Hä, hab ich den jetzt schon bekommen? Habt ihr gesehen, wie weit das eigentlich weg war? Interessant. Oh, da ist er schon wieder. Die wartet auf mich, aber ich guck mal kurz, was hier ist. Und hepp. Oh nein. Oh, nach Broten Ausschau halten. Brot, Brot. Oh Gott, lass mich jetzt bitte irgendwo runter. Ich überlebe das nicht lange. Oh je, oh je. Aber noch sieht's gut aus, oder? Hey, hey, was ist denn das? Die hat mich jetzt losgelassen. Das finde ich aber nicht okay. Warum hat sie denn das gemacht? Bin ich zu lange mitgefahren? War geflogen? Au. Vor allen Dingen haut die einem dann immer noch mal eine rein, ne? Ich glaube, da muss ich jetzt mal hier irgendwo runter. Nein! Oh je! Wingy, Rolle! Komm, das ist machbar! Das ist machbar! Ach Gott. Eieiei. Als kleiner Piranha ist es nicht so einfach. Oh, komme ich hier durch? Gar nicht durch? Oben drüber? Ach nee, hier ist wieder eine Liane. Na komm. Ach. Sehr schön. Einfach schwingen, einfach schwingen. Jo. Auf jeden Fall witzig gemacht, das Level, muss ich sagen. Ist halt mal was ganz anderes als die anderen. Oh, ich hab's nicht gekriegt. Aber macht ja auch nichts. Oh, und das hier vorne, ein Haus? Moment. Eine Geistervilla? Och, endlich darf ich dir was auseinandernehmen. Wer kennt's nicht, ne? Wer kennt's nicht? Die kleinen Piranhas, die hier irgendwelche Abflüsse auseinandernehmen. Ah. Oh, ach, praktisch. Da passe ich doch jetzt durch, oder? Hui. Wieder eine wilde Fahrt, ne? Oh mein Gott. Oh Gott. Willkommen in der Kanalisation, oder was? Oder wo bin ich jetzt hier? Ist ja wieder schön. Mensch, die Spritzen. Das kennen wir doch. Das kennen wir doch schon. Fischi war auch schon mal hier. Ui. Kurz Überblick verschaffen. Da ist der Checkpoint. Da ist aber kein Wasser, oder? Nee. Hm. Da muss ich bestimmt trotzdem hin. Ah. Könnte aber schwer werden, oder? Ich kann hier nochmal irgendwo ein bisschen Wasser reinlassen. Ich gucke mich mal hier kurz um. Boah, diese Spritzen und der ganze Müll hier. Ah, guck mal hier, das ist rot markiert. Das ist ein Zeichen. Kann ich die Schrauben lösen? Ich kann bestimmt irgendwas mit den Schrauben machen. Oder weiter hoch? Ist nicht so einfach. Also an die Schraube komme ich nicht. Versuche hier gerade irgendwie reinzubeißen, aber da ist nichts, wo ich reinbeißen kann. Ach nee, das ist Rost, oder? Soll das einfach nur Rost sein? Weil hier ist ja tatsächlich auch so eine Färbung. Und ich kann da nichts machen. Kann ich nur beißen, aber Mist, das ist Rost. Ich habe es anders interpretiert. Schade. Hier auch überall. Okay. Ach, also heißt es dann da oben irgendwie drüber, um zum Checkpoint zu kommen. Uiuiui. Na denn. Hier kommt man wenigstens tief runter. Ist schon ein gutes Zeichen. Ah, nee, 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 nee. Ach, diese Spritze.
Das kann echt was werden. Muss mir das mal so anschauen. Wie hoch ich hier eigentlich wirklich gerade komme. Ja, das reicht auf jeden Fall. Und dann muss ich irgendwie da rüber robben. Oder rüber Piranjan. Uiuiui. Das kann ja was werden. Schneller, 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 komm. Du schaffst das. Oh nee. Nein. Hat nicht gereicht, aber ich bin hier. Was könnte ich denn da noch nehmen? Ich habe ja auch nichts, was ich mitnehmen kann. Wenn ich einfach weiter hier vorne. So. Komm, jetzt roll. Na, roll. Oh. Das ist schwierig. Ach, das war so knapp. Oder übersehe ich noch was? Sehe ich hier was? Kann ich irgendwas mitnehmen? Ein Brett? Kann ich da reinbeißen? Ich kann es zumindest mitnehmen. Aber was bringt mir das? Oder kann ich das hier irgendwie gegenhauen? Nee, irgendwie... Das glaube ich nicht. Nicht so richtig. Die sind einfach nur mit runtergefallen. Nee, nee, nee. Das muss einfach schnell gehen. Am besten mit ein bisschen Schwung dann da oben rüber. Au, so nicht. Habt ihr gesehen, ne? So nicht. Oh, nein. Ach, aber mit Schwung dann... Ach, das ist wieder so schwierig. Einfach noch besser rollen. Und jetzt nach vorne. Vorne einfach rollen. Einfach weiter. Ach nee, jetzt rutsche ich hier gleich runter, oder was? Oh, guck mal, das ist doch schon so nah. Es war so nah. Wie soll das denn sonst gehen? Und geradezu, das wird, glaube ich, wird nichts. Nee, das wird nichts. Oh, und die Kamera spielt auf jeden Fall nicht so mit, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Kann ich eventuell hier einfach gegen und dann passiert auch was? Nee. Mal ranhängen. Auch nicht. Ist hier noch irgendwas anderes? Wie soll ich denn eigentlich da oben hinkommen? Das wirkt auf mich trotzdem so, als ob ich hier noch den Wasserstand ein bisschen verändern kann. Wenn hier diese rostigen Stellen sind. Hä, wieso sterbe ich denn? Hä? Was war das denn jetzt? Was war denn das? Warum bin ich hier gerade draufgegangen? Ist das Wasser also giftig oder was? Wieso bin ich gerade gestorben? Kann mir das jemand bitte beantworten? Oder war das gerade ein Bug? Das verstehe ich nicht. Hat gerade gar keinen Sinn gemacht. Oh, ich muss da hoch. Hoch. Jetzt müssen wir schneller rollen. Das ist so schwierig. Ich sage euch, die Steuerung ist wirklich schwierig. Nochmal. Oh, ich sehe mich hier schon wieder die nächste halbe Stunde. Schwer beschäftigt. Aua, aua. Au, au. Blöde Spritze. Was ist das? Au, in die Nase oder was? Oh nein, ich sterbe. Bin ich gerade auch an die Spritze rangekommen? Oh, übel. Das ist mit Fischi nicht passiert. Also nicht die Spritzen berühren. Eieieiei. Na, fast. Aber ab hier, das ist viel zu krass. Viel zu weit weg. Eventuell muss ich öfter mal auf Springen drücken. Na? Sah doch gut aus eigentlich. Nee. Boah, was ein Level jetzt schon. Da war aber das Gebiet.
im Fluss viel angenehmer. Och, ich knall mal mit dem Kopf dagegen. Ich war doch oben. Was ist da los? So. Springen. Springen. Ich springe jetzt hier extra noch ein bisschen. Komm, Mann, das ist doch kurz vorm Checkpoint. Wieso reicht das nicht? Was muss ich da machen? Oh, wie doof. Oder, Moment. Hier irgendwas noch? Nein, nein, nicht die Spritze mitnehmen. Nein, aua. Oh, da gehe ich bestimmt jetzt wieder drauf. Ach, hier kann ich nichts machen. Mann, das sieht so verdächtig aus. Hier. Oder da. Aber ich nicht. Da muss man irgendwie hochkommen. Oh, hier unten? Hallo? Kann ich nicht reinbeißen? Hier auch nicht. Schwierige Sache. Wirklich schwierig. Nee. Also höchstens wirklich mit ein bisschen Schwung, aber da habe ich noch nicht die Technik raus. Das ist so hoch. Ja, einfach so durch die Lücke dann durch. Wenn man wirklich gut genug zielt, kommt man da auch raus. Ja, aber das reicht nicht. Das reicht wieder nicht, oder? Oh, es hat nicht gereicht. Sag mal, wie weit ist denn der Checkpoint da weg? Oder ist der einfach doch zu hoch, dass ich ihn gar nicht kriegen kann? Das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig, ihr Lieben hier. Och, nein, der doofe Becher, den will ich nicht. Lass mich los. Lass mich los. Ich hänge am Becher. Jawohl. Das ist mein Tod. Ach Gott. Das macht's nicht einfacher, ne? Oder muss ich da oben rein? Nee, das geht ja auch nicht. Da geht's ja auch nicht weiter. Ich find's gerade wirklich schwer, hier jetzt den Weg auszumachen. Denn ich komme ja anscheinend auch nicht richtig an den Checkpoint ran. Das ist dann von der anderen Seite. Nein, nein, au. Wow. Die Wahrscheinlichkeit hier höher. Nee, ich glaube, das täuschte gerade nur. Da komme ich auch nicht hoch, oder? Ah. Vielleicht. Na doch, ich könnte, glaube ich, rauskommen. Ob es besser wird, weiß ich nicht. Bisschen hier zur Seite. Da leuchtet auch noch so eine rote Lampe. Das ist auf jeden Fall schwierig. Mann! Diese blöden Becher! Lass mich in Ruhe! Dober Becher. Oh, was? Was war das denn jetzt? Warum bin ich denn schon wieder draufgegangen? Kann ich was mit den Dingern machen? Immer noch die Frage. Gibt es hier irgendwie vielleicht ein Werkzeug, was ich benutzen kann, um Schrauben zu drehen? Ist ja auch nicht unmöglich. Vielleicht muss ich mal kurz tauchen. Und mal schauen, ob hier irgendwo ein Schraubendreher oder so rumschwimmt. Bevor ich hier wieder drauf gehe. Nee, oh Gott. Noch eine Spritze, fast wieder reingeflogen. Hier sind die Bretter. Ja, aber die sind wirklich nicht ohne Grund da. Aber was soll ich denn damit machen?
Das Offensichtlichste ist echt, irgendwie da landen und den Checkpoint mitkriegen. Also mitnehmen können. Oh, ich gehe schon wieder drauf. Oh nein, weil ich schon wieder einen Becher da an der Schnute hatte. Och Gott. Ach Gott. Ah, okay, das hätte so auf jeden Fall gereicht. Okay, so rollen, rollen, springen, rollen. Wie weit muss ich da runter? Habt ihr gesehen, ich kriege den Checkpoint nicht. Ich kriege ihn einfach nicht. Der ist zu hoch. Das schaffe ich nicht. Das kann also nicht die Lösung sein. Dann übersehe ich hier irgendwo was. Ganz ehrlich, das scheint ja nicht zu reichen. Das scheint ja so irgendwie nicht der richtige Plan zu sein. Was schon komisch ist. Kann ich was mit der Flasche machen? Flasche! Ich möchte einfach in die Flasche. Oh nein, jetzt bin ich hier im Plastikring drin gewesen. Also das blicke ich nicht. Das blicke ich wirklich gerade nicht. Schwierig. Wirklich schwierig. Eine Spritze vielleicht mit irgendeinem roten Kennzeichen? Nee. Hm. Au. Bin nochmal rüber robben. Nein. Nein. Ach Mann. Jetzt wird's wieder nix. Das war hoch. Nee. Das war eigentlich ab hier hinten gar nicht so schlecht. Na, aber doch nicht so gut. Nee. Oh nee, ich hänge hier wieder fest. Nein. Oh. Oh Gott. Das kenne ich schon von Fischi. Auf einmal hängst du irgendwo fest, wo du nicht mehr weiterkommst. Weil hier ist nichts weiter. Ich kann da nichts machen. Das ist alles verrostet. Vielleicht muss ich da drehen. Ich glaube, ich muss da drehen. Aber wie komme ich denn da hin? Man kann hier auch auswählen, nächster Checkpoint. Würde ich dann hier landen? Ich drücke da jetzt mal rauf. Wirklich überspringen, dies wird sich auf deine Endwertung für dieses Level auswirken. Ja, tatsächlich mache ich das jetzt. Och, guck mal, tatsächlich. Wir müssen das Wasser irgendwie erhöhen. Der Wasserstand muss steigen, also doch. Och Mann, aber wie hätte das denn klappen können? Ich gucke mich mal kurz um, ob ich hier irgendwas erkennen kann. Ob hier irgendwo eine Schraube fehlt oder so. Das ärgert mich jetzt tatsächlich selber. Denn ich hätte gern gewusst, wie das hier passiert ist. Wie man hier das Wasser hat steigen lassen können. Irgendwie musste es ja gehen. Aber wie? Och nee, nee, lass los, lass los, lass los, lass los. Oh Gott. Nein. Es ist traurig. Ach Mann. Nochmal. Oder ist das hier gestiegen? Hat man sich herangehängt? Nee, oder? Also, ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr mir das mal schreiben könntet, was man hier hätte machen müssen, damit das Wasser steigt. Ich habe da nichts gesehen. Ich hänge mich jetzt hier ans Rad. Einmal drehen. Passiert da was? Nein. Dreh, dreh, dreh. Wie weit muss ich denn hier drehen? Oh Gott. Na super, falsche Richtung oder was? Ich muss doch bestimmt dafür sorgen, dass das Licht grün wird. Na komm.
Hui. Oder auch nicht. Oder hat das dafür gesorgt, dass man das Wasser hier irgendwie steigen lassen konnte? Aber wie hätte man denn dann da hinkommen können? Das war ja eigentlich nicht wirklich möglich. Dreh es weiter. Ja, es kann natürlich sein, ne, dass das Rad dann wirklich dafür gesorgt hat, dass das Wasser steigt. Kann ich die Tür hier öffnen? Oh, Moment. Da kann ich mich nicht festhalten. Wirklich nicht? Komme ich da echt nicht ran? Tatsächlich. Schade. Wo geht's denn dann jetzt hier weiter? Habe ich schon wieder irgendwo was? Ich habe mal das Gefühl, ich bleibe hier immer irgendwo hängen. Ja doch. Ach hier, das Plastik. Mann. Nee, ich gehe noch mal da zu dem Rad. Also das sieht hier auch gerade nicht so aus, als ob ich da was machen kann. Das ist die einzige Stelle, die nach irgendwas aussieht. Warte mal. Nee. So, und jetzt? Ich würde mal links lang drehen. Geht nicht. Aber das hat ja vorhin schon rot geleuchtet. Ich denke, es muss grün leuchten. Aber ich weiß nicht, ob hier das die richtige Richtung ist. Ich wollte es eigentlich links lang drehen, aber habe ich nicht hinbekommen. Na, häng dich doch mal jetzt hier ran. Das müsste doch auch gehen. Jetzt! Grün! Na, immerhin. Immerhin.